Ja, Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario 64. Den Hasen lasse ich weiterhin links liegen, den hole ich mir später. Ich möchte stattdessen noch eine weitere Welt erkunden und ja, ob es glaubt oder nicht, aber hier befindet sich eine Kleinigkeit. Man sieht es auch schon, wenn man da dagegen läuft, dann wackelt das so komisch. Es ist eine eigene Welt, nur halt ohne Porträt. Oder ohne irgendwas auffälliger. Folge dem Riesengeier, die Welt ist die Wobbi-Waba-Wüste. Ich glaube, auch da werde ich mich heute leider wieder ein bisschen aufregen. Ja. Sei es drum, ob es rote Münzen sind oder whatever, aber naja, Wüstenwelten halt. Wobei, stimmt, ich habe die Federkappe hier. Und es geht ja nur um den Geier. Weil wie die Pockys hier auch aussehen. Ach, meine Güte. Vor denen kannst du ja wirklich Angst kriegen. Ja. Okay, da oben ist dann übrigens dieser runde Stern für die roten Münzen. Genau, der Geier hier ist nämlich gemeint. Den muss ich erstmal fangen, wenn es klappt. Ich glaube, am einfachsten ist sowieso, sich auf eine von den Säulen zu stellen und dann einfach hoffen. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Ist sinnvoller als irgendwas anderes. Habe ich da gerade einen roten Ding gesehen? Tatsächlich. Gibt es hier eine Kanone auch? Wait, frage ich gleich mal. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Tatsächlich, wo denn? Ach, das ist auf diesem einen Geländer. Oh, da oben ist der Geier. Ich muss schnell hoch, ich muss schnell hoch. Ja, perfekt. Abgeknöpft. An der Stelle, der Geier ist leider auch ein kleiner Bastard, denn der kann dir die Mütze klauen. Da habe ich im letzten Part bereits einen Hinweis bekommen, von dem einen Tod, der mir auch den Stern gegeben hat, dass man die Mütze natürlich verlieren kann. Und das ist halt eine Methode. Ich glaube, wenn man die Mütze verliert, nimmt man sogar ab und zu random Schaden. Einfach so. Bringe Licht in die Pyramide. Mhm. Gute Frage gerade, wie gemeint? Also muss ich da jetzt schon rein in die Pyramide oder ist das nur der Stern, der auf der Pyramide ist? Wir schauen einfach kurz mal. Scheiße, jetzt habe ich gespoilert, oder? Ja, ich habe gespoilert. Sorry dafür. Ja, da oben ist nämlich auch einer. Ich glaube, da komme ich mit bloßen Fliegen sogar hin. Geht sich das aus? 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 Es geht sich perfekt aus. Alter! Warum nicht schon im letzten Part gleich so? 3 Minuten, 2 Sterne. Wirklich, warum nicht schon im letzten Part so? Da können wir heute gut aufbessern. Begib dich in die Pyramide. Okay, das war tatsächlich der zweite. Gut, das heißt, next one jetzt in die Pyramide rein. Genau, da erwartet uns auch etwas anderes Heftiges. Jetzt ist mal das Heftige eher wieder mein Skill anzuwenden, dass ich hier hochkomme. Mann, Mario. Wir könnten es mit dem Rückwärtsding auch machen, aber... Genau, den will er genauso wenig machen und der funktioniert hier auch nicht. Also es geht nur mit dem Dreisprung. Ja, also die Federkappe hier ist natürlich mega OP. Das muss man so sagen, man kann einfach die komplette Map überfliegen. Ja, ich fliege gleich komplett woanders hin. So, ja, passt. Hier Land, ne? Hier ist sogar noch eine zweite, die sehe ich jetzt erst. Oh, ein One-Up. Nehme ich auch gleich mit. Okay, ne, das One-Up ist lost. Das will gar nicht. So, ab in die Pyramide. Ja, die dachten, die Welt ist klein oder so. Nee, nee. Hier hat tatsächlich noch ein anderes Geheimnis, nämlich das hier. Ja, und hier muss ich jetzt erstmal überlegen. Was war hier nochmal das Ziel? War es einfach nur hochklettern? Da muss man aufpassen. Ah, das zerquetscht nämlich. Oh, ne, 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 treib's dann, treib's dann. Ah, raus da, raus da. Mario, raus da. Wenn's geht, doch bitte ohne zu sterben. Ach, der kann gar nicht. Okay, dann muss ich die Plattform hier. Ja, genau, die sind's. Auch mit einer Sache, die im DS besser war. Da konntest du überall raus.
Ich wollte mich gerade mit dem Hechtler retten, aber das hat nicht ganz wirklich funktioniert mit der Animation. Aber scheinbar liegt mir die Welt schon mal besser. Das ist auch immer interessant. In der Regel hasse ich Wüstenwelten. Sie liegen mir aber besser als manch andere. Komm, 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 gib Gas. Okay, passt. Was war das jetzt? Ich muss kurz meine Kamera switchen. Ach, der Typ hier. Der Typi. Genau, hochklettern war es einfach. Das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Kamera, was tust du da? Das weiß die Kamera wahrscheinlich selbst nicht. Das Bild rattert, das Bild zittert, das Bild tut alles. Ich glaube, so weit haben wir es gar nicht mehr. Oh ne, nicht sowas. Autsch. Gut, er zieht wenigstens nur ein Ding ab. Schnell hoch da, schnell hoch da. Komm, 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 ja. Gut, hier war nothing. Okay, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, ist das nicht sogar, glaube ich, schon die letzte Passage, die kommt? Ja gut, ich bin drüber, ich bin drüber, ich bin drüber. Mehr wollte ich gar nicht. Genau, da ist der Stern. Wenn ich jetzt runterfalle, dann wird es aber kritisch. Okay, Mario, Mario, Mario! Wage es nicht. Wage es nicht. Besser für deine Gesundheit, Kollege. Alter! Da wollte er mich jetzt strapazieren. So. Lande auf allen vier Säulen. Okay. Also simpel erklärt natürlich, aber was bringt's mir? Fangen wir mal so an. Was bringt's mir? Ja, weil das ein Stern ist. Einfach auf allen vier Säulen kurz mal landen und finish. Ich meine, die Federkappe hält zum Glück eh relativ lange, deswegen das ist das wenigste. Nur treffen ist da eher schwieriger. Jetzt erstmal wieder hochkommen, ganz wichtig. Ach, meine Güte, ey. Also, manche würden heulen ja wahrscheinlich jetzt schon rum in die Richtung, boah, wie schlecht bin ich denn eigentlich so in die Richtung. Aber da kommt noch Schlimmeres auf mich zu. So, das haben wir. Nein, nicht da rein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, da war ein Strudel. Da war ein Strudel. Er hat mir den Arsch gerettet. Gut, dann kletter ich jetzt gleich wieder hoch, hol mir eine neue und dann auf die nächste. Ich muss aber nicht in einem Stück auf jede, oder? Wobei, könnte ich mir auch gut vorstellen, auf ein Stück in jede. Ich lasse einfach mal das abgehackt markiert. Die ist schon ein bisschen gefährlicher, weil da ist unten nothing. Ja, das war gemeint. Der Sprung ist, das ist echt mies. Das ist halt einfach echt mies. Auf allen vier Säulen landen, boah. Vor allem, weil manche eben direkt über den Abgrund sind. Wobei, ich kann die einfach auslassen, die eine, die da mittendrin schwebt. Weil ich will erst mal wissen, was es mir überhaupt bringt, wenn ich auf allen vier wirklich lande. Weil, ohne Witz, ich könnte mich da gerade echt nicht erinnern. Hey, Kamera! Okay. Was? Gehst du da raus, bitte? Vielen Dank. Na, scheiße, jetzt bin ich stuck hier.
Gut, das gefällt mir schon besser, wenn ich so hoch fliege. Gut, dann hole ich mir wieder ein neues. Alter, nein. Gut, die ersten zwei waren scheinbar geschenkt, wirklich. Aber die anderen jetzt da gerade, oh mein Güte. Ich hoffe, es war nicht umsonst. Nein, der Wirbelwind! So lame. Das ist so abnormal fucking lame. Ja, er hat mich wieder. Er hat mich wieder. Dann soll er mich wenigstens vernünftig hochblasen, aber nee. Lol. Und vor allem, der fasst mich bei jeder Scheiße. Gut, ich mache jetzt aber was anderes. Ich habe jetzt eine andere Idee. Aufgrund der eine Sterben ist nicht meine Idee. Aufgrund der eine Kanone aber existiert, nutze ich die jetzt einfach. Ich weiß eh schon, wo die ist. Man hat's ja gesehen. Mann, an der Stelle, Leute, ich muss auch ein bisschen weinen. Immer wieder, wenn ich meine Movements teilweise hier sehe. Das ist halt echt teilweise nicht normal. So, die Kanone müsste da hinten rechts sein. Ja, andere Methode habe ich an der Stelle gerade einfach nicht. Da ist sogar noch eine Federkappe. Da brauche ich auch da gar nicht die ganze Zeit hochklettern. Ja, passt. Das war daneben leider. Das war leider ganz kritisch daneben. Egal. Ich kletter trotzdem mal hoch, so, zack. Ach, die Münzen werden es wahrscheinlich sein. Die einsammeln, dann wird das als markierte Säule gelten. Ah ja, jetzt klappt es auf einmal. Vorher nicht, aber... Passt, auf der bin ich auch. Muss kurz aufpassen, wann hört die auf? Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Federkappe weg ist. Jetzt. Okay, passt gut. So, also drei Säulen habe ich. Das heißt, es ist nur mal die eine kritisch. Aber man sieht, es geht mit einem Doppelsprung und gleich direkt weg, dann weiter mit der Federkappe. Also einfacher als ein Dreisprung ist auf alle Fälle. So, jetzt ruhig bleiben. Ich bin daneben, oder? Ja, leider. Okay, gut. Ey, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich einfach. Der einzige Vorteil heute ist, ich habe schon drei Sterne geholt. Das heißt, wir können jetzt ruhig failen. Aufgrund meines Sprintstarts. Die roten Münzen kommen an der Stelle dann später auch noch. Wird wahrscheinlich eh schon eine der nächsten Aufgaben sein. Viele gibt es ja nicht mehr. Dann denkst du jetzt so die Wüste kurz mal durchaus soll? Nö. Kletterst du da bitte einfach wieder mal hoch? Gut, dann probieren wir das Ganze jetzt gleich direkt nochmal. Von Säule zu Säule. Ja, gut, okay. Gut, hab verstanden, ne? Und jetzt ist dieser Hurnswirbelwind wieder hier. Er macht's wieder nicht. Mir muss einmal jemand erklären, was dieser Mario mit Säulen hat. Wirklich. Gut, so und hier jetzt nicht dumm sein. Ja, siehst du, wie einfach das ist? Okay, jetzt hört's auf, aber. Gut, das muss ich leider akzeptieren, aber die eine Säule, auf die kann ich noch hoch. Und dann habe ich eigentlich alle vier erreicht. Ach, okay. Da oben bei der Pyramide. Ja, lul.
Das geht einfach in die Luft. Ach, dann war das jetzt das. Okay, gut. Jetzt weiß ich, warum das Ding so heißt. Wenn mich jetzt der Wirbelwind killt. Der tut der nicht. Nee, nee, ich kill mich mit der selbst. So, setz du bitte auf. Danke. Wir machen das jetzt kurz mal an, dass ich mir wirklich auf Nummer sicher gehen. Dass ich jetzt nichts Dummes mache. Deswegen, ich schieße mich da jetzt natürlich mit der Kanone hoch. Ihr habt ja gesehen, beim zweiten Stern, wie ich den gleich direkt am Anfang geholt habe. Ja, war es ja auch nicht unbedingt einfach oder nicht unbedingt ungefährlich. Deswegen, ich gehe jetzt wirklich auf Nummer sicher. Und das war eine gute Entscheidung. So, rein da. Ah, jetzt bin ich auf diesem Gelände da oben. Mhm. Genau das da. Und ich weiß jetzt schon, wo ich hinkomme. An der Stelle, ich habe das früher am DS immer anders gemacht. Also mit komplett andere Strategie. Genau, aber jetzt ist es hier dann, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich. So, was haben wir hier jetzt? Genau, der Bosskampf. Den ich schon die ganze Zeit probiert habe, nicht zu spoilern. Schritte? Grabräuber? Wer wagt es, den ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Jenem sein gewiss, dass wir dieses Frevel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und Ra stehe ihm bei, dass es schnell gehen wird. Ja, es sind diese beiden Hände, die ich, by the way, schon mal im... Nice kill. Ich hoffe, ich spawn da jetzt drin wieder. Okay, Glück für das Game. Das Problem ist, ich habe jetzt nur mal zwei Leben. Also eins auf Reserve gerade. Bei null haben wir ja auch noch einen Versuch. Deswegen, ich muss jetzt aufpassen. Game Over gehen ist natürlich wieder ein Cut an der Stelle. Gut, man muss auch sagen, so viel Fläche hat man hier gar nicht. Muss ich mir den Scheiß jetzt erstmal... Ja, muss ich. Den Gegner kenne ich natürlich schon, muss ich sagen. Also nicht in der Version, wie wir hier sind, sondern in der Version von Mario Kart DS, wo er ja auch einer ist. Passt, noch ein Hit. Ich glaube, jede Hand braucht drei Treffer und das ist es, das ist die Sache. Ja, okay. Oh, Alter, der hat mich fast runtergeschoben noch. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Wow. Sterben ist in der... Ja, gut. Okay. Das ist sowieso bei Mario-Spielen immer cool. Manche musst du einfach besiegen, dass sie ihren, dass sie halt sich besser fühlen. So wie der Wump schon in der einen Welt, jetzt die hier. Ist schon kurios. Na gut. Achso, hast du bereits alle Scheiterpaläste gefunden? Diese besondere Mützen sind sehr nützlich. Okay, mit 50 Sternen habe ich jetzt wieder irgendwas freigeschaltet gerade. Ich habe das leider jetzt gerade übersprungen. Finde die 8 roten Münzen. Gut, next one. Was war denn der letzte nochmal? Apropos 8 rote Münzen. Ich glaube, ich muss sogar einmal da nach hinten. Ne? Ja, tatsächlich, da leuchtet die schon. Es gibt manche Sachen früher, die man auch vom DS kennt. Die prägst du dir einfach ein, weil du weißt, Scheiße, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Sieht bei der Way schwieriger aus, die rote Münze, als was sie in Wirklichkeit ist. So, 4 waren in der Luft und ich glaube die anderen 3, ne, eine war hier noch und 2 waren irgendwo auf dem Geländer, wo auch die Kanone ist. Ach so, der Block hat... Okay, der ist noch nicht angezeigt worden. Im Block ist sie drin. Genau, passt. Gut, wir machen das Ganze natürlich wieder gechillt mit der Federkappe. Ich hoffe, bei den roten Münzen geht es jetzt aber ein bisschen einfacher zur Sache. Wie viel hatten wir beim letzten Mal? 46 Sterne.
Aha, 52 wäre die Grenze. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Vor allem, weil wir eh noch einen gewissen Stern. Von einem anderen Ding holen müssen. Vom anderen Kurs. Weil ich beim letzten Mal ja. Wo bin ich? Hä? Was war das denn jetzt für, von der Kamera? Also das war jetzt gerade der Betrug von der Cam, eindeutig. Das ist der Beweis. Die Kamera ist gegen mich. Scheiß Kamera. Ich muss, dass ich hier noch nicht runtergefallen bin. An der Stelle, ich habe einen Nuller. Ich sollte schauen, dass ich schnellstmöglich einen One-Up irgendwo herkriege. Ich wüsste jetzt aber gerade keins, das ist das Problem. Ist da oben war doch eins, oder? War da nicht eins drin? Wartet's? Nee, hier war der Panzer. Den ich nicht brauche. Dann schaue ich mich kurz noch mal ein bisschen um. Kamera! 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 Hör auf zu betrügen! Ich gehe nicht wegen dem jetzt Game Over. Das kommt ja nicht in Frage. Ja, dann ist Anzeige raus. Boah, das war knapp. Alter, ich bin gerade einfach nur still. So, dann nehmen wir die hier. Ich weiß, die eine rote Münze ist da noch offen. Aber mir geht es jetzt eher erstmal darum, die in der Luft zu holen, dann zu landen gechillt. Ich weiß schon, wo die letzte ist. Hier war nur eine auf der Fläche. Die letzte war, bei dem roten Ding im Wasser. Ich weiß schon wieder. Ja, genau da unten habe ich so schöne Leuchten gesehen. Nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Scheiße. Okay, ich muss leider notlanden, ne? Auch wenn der Wirbelwind mich gerade verfolgt. Was auch schon wieder scheiße ist. Lol. Einfach mal spontan auf den Kumpel drauf gelandet. Alter, die vier Säulen. Warum tun die das? Ich habe also die meiste Angst habe ich, das kann ich euch jetzt schon sagen, beim Zurückfliegen. Wenn es da kacke läuft. Dass ich da vielleicht versehentlich in den Wirbelwind gerate und dann bin ich lost. Ich sag's nochmal, Wirbelwind ist das Ätzende von allen. Hier in der Welt. Jetzt bin ich hier vorbeigeflogen. Gut, die habe ich. So, das Wasser dahinter. An der Stelle, ich habe mir die eine da jetzt noch immer in der Box aufbewahrt, weil dort eh das Ding ist, wo der Stern spawnt. Wow, Alter, jetzt hat mir der einfach mal was mitgegeben. Ich habe aber eine Idee. Schlechte Idee. So, ich lande hier kurz. Hol mir kurz eine neue Mütze. Genau, und die. Oh ja, genau, da brauche ich nicht mal die Kanone oder so zum Zurückballern. Da bin ich gleich direkt hier. Gut, ich glaube, dann haben wir den Stern. Gott sei Dank. Okay, nee, dann lassen wir es heute bei 5 Sternen. Ja, irgendwann muss der Schnitt sowieso gebrochen werden. Ich meine, ich bin sowieso noch immer 3 Sterne hinterher. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Vor allem, wir haben jetzt sowieso schon fast die Hälfte der Sterne. Ist auch irgendwie heftig. 120 gibt's ja.
51 mittlerweile, also 9 noch, also in 2 Parts haben wir das. Dann wird Part 11 Halbtime sein. Na gut, Leute, dann, ja, würde ich sagen an der Stelle, bevor ich mich jetzt wieder in irgendwas reinreite, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.